Gott schreibt für mich Geschichte. Und ich finde, wir gehen einen positiven, mutigen Schritt. Wir gehen nämlich einen Schritt in die Zukunft und versuchen hier ein neues Leben hineinzubringen. Und ich bin so dankbar, dass der Partner Jumpers dies ermöglicht. Jumpers ist schon seit längerer Zeit in Stadt Allendorf aktiv durch Mitarbeiter, die in den Stadtteil gezogen sind, Stadtteil Eichenheim, 70% Migration. Und dort ist der Projektleiter Tobias Czarski eingezogen und leitet dort das Projekt. Und wir haben davon gehört, dass die Kirche hier zumacht, dass sie stillgelegt wird. Und wir haben uns überlegt, dass wir gerne diese Räumlichkeiten nutzen möchten. Es war schon immer ein Segenszeichen hier, diese Kirche. Und es soll noch viel mehr ein Segenszeichen werden für die Familien, für die Menschen, die hier leben. Und für sie da sein. Das heißt, wir möchten Räume schaffen, wo Kinder und auch Familien ein Zuhause finden, wo es einen Winterspielplatz gibt, wo es Möglichkeiten gibt, auch Hausaufgabenbetreuung, Nachhilfe zu erhalten, wo aber auch immer noch Gottesdienste und Andachten stattfinden. Also ganz unterschiedliche Möglichkeiten, um ein Zuhause und auch Begegnungen zwischen den Kulturen zu finden. Als Jumpers freuen wir uns sehr, dass wir nicht alleine da dran sind an dem Projekt Stadt Allendorf, sondern dass wir viele Freunde haben, auch Werke und Verbände. Die GWH, die Wohnbaugesellschaft, hat uns sehr schnell Räumlichkeiten geschaffen. Wir sind die zweitgrößte Wohnungsgesellschaft in Hessen, haben 50.000 Wohnungen, gehören der Hessischen Landesbank und bei uns ist das Thema Werte ganz vorne. Und das eint uns mit Jumpers, denn da geht es auch um Werte, es geht um christliche Werte, es geht um Menschenwerte, es geht um Menschenentwicklung. Und wenn ich immer sage, wir sind für die Steine zuständig, dann ist Jumpers für die Herzen zuständig. Ich habe mich natürlich nicht hierher getraut, ohne auch eine kleine Spende mitzubringen. Es ist mehr ein Signal. Die Kirchengemeinde hat uns hier sehr unterstützt, auch bei der Miete für diese Kirche. Für uns sind hier selbstverständliche Vertragsunterzeichnungen. Die Stifte sind angestiftet, der Vertrag ist hoffentlich auch irgendwo. Wir haben unglaubliche Partner auch mit der Frau Käsmann, die hier in dieser Kirche konfirmiert wurde und die jetzt zu einem Vortrag hier war, um einfach zu unterstützen und zu sagen, wir brauchen dieses Projekt, wir brauchen diese Unterstützung. Ich bin hier aufgewachsen, ich war hier als Kind im Kindergottesdienst, habe selber Kindergottesdienst gehalten, habe Posaunenchor gespielt, war in der Jugendgruppe. Das hat mich schon sehr beheimatet in meiner Kinder- und Jugendzeit. Wenn eine Kirche geschlossen ist, ist das für eine Gemeinde ja ein sehr bitteres Gefühl. Wenn jetzt aber durch Jumpers die Türen wieder geöffnet werden und hier junge Leute reinkommen, Kinder, Jugendliche, hier einen Ort finden und sich wieder neu beheimaten, dann finde ich das ganz großartig. Wir haben viele andere Stiftungen, die uns unterstützen und auch Firmen. Und so kann etwas wachsen, so kann ein Zuhause für Kinder und Familien wirklich in Stadt Allendorf auch Wirklichkeit werden.